müssen wir gleich noch ablegen, was wir garantiert nicht brauchen. So. Okay. Das Gummi nehmen wir da raus. Wir nehmen ausnahmsweise auch mal die Säge mit, weil das wichtig sein kann. So, aber dafür hauen wir jetzt erstmal zum Beispiel die hier. Die brauchen wir im Moment wirklich nicht. Die gar nicht. Davon hätte ich gern ein paar mehr. So, warte mal. Modulare Rahmen brauchen wir 48. Dann können wir das da auch weghauen. Genau, so. Das da ist ausreichend. Wir machen nur noch den Dings voll. Plastik werden wir dort nicht brauchen. Coupons werden wir dort nicht brauchen. Aluminium im Moment auch nicht. Davon brauchen wir mehr. Also davon nicht. Arterium. Ups. Habe ich das jetzt darüber? Ja. So, Kabels brauchen wir. Die brauchen wir auch nicht. Auch nicht. Die normalen Rahmen auch nicht, aber wir haben hier jetzt keinen Platz mehr. So. Gut. Was können wir denn da noch reinhauen? Ja, im Moment kein Motor. Auch davon nichts. Ja. Computer kommen in ihr eigenes Ding. So, alles richtig. Die brauchen wir sowieso. Die Motoren im Moment auch nicht. Auch nicht. Also einzelne machen wir nicht. So, ja. Ja, davon brauchen wir dann sowieso noch mehr. Aber davon nichts. Schrauben im Moment auch Quatsch. So, Eisenplatten brauchen wir auch nicht. So. Minatoren sind immer wichtig, hier allerdings nicht. Und das hier, davon nehmen wir sogar noch ein bisschen mehr mit, falls wir, Motoren brauchen wir nicht, falls wir eine Leiter bauen müssen. So, dann sortieren wir mal und dann schauen wir. Ja, das ist wenig. Das da können wir erstmal weglassen. Jetzt gehen wir erstmal das Zeugs holen, was wir brauchen. Drei Stacks Gummi. Warum die da liegen? Hat die nicht. Weiß ich nicht. Blech reicht so auch. Das heißt also, das haben wir alles. Und dann auch nichts zu viel, außer vielleicht diesen Eisenplatten, die wir warte. Sehr gut, auch erstmal hier reinschreddern können. So. Was wir nicht mitnehmen und trotzdem nicht schreddern. Warte mal, sind die eigentlich verbunden? Ja, die sind verbunden. Ja, hallo. Gut. Was wir jetzt noch einlagern werden, weil wir es hier nicht brauchen. Lass mal gucken, was haben wir denn hier? Schrauben. Ja, gut. Oh, weitere Kabels. Wir haben genug Kabels, aber das ist wichtig. So, da haben wir Plastik. Kunststoff, Entschuldigung. Und hier weiterhin. Okay. Das heißt, wir haben gar keine Computer. Wir haben unsere Computer alle dabei. Also tun wir die in irgendeine Kiste.
Schrauben drin? Egal, jetzt sind da Computer drin. Dann packen wir die Kettensäge. Wow. Ah. Aha. Das ist schlecht. So. Gut, dann weiter. Schneebälle stocken wir natürlich auf dem ganzen Stack auf. Haben wir die Computer schon abgelegt? Das nützt. Warte. Computer sind weg. So, okay. Was wollte ich machen? Ich hab's vergessen. Jetzt brauchen wir alles. Achso, wir wollten die Schneebälle auf einen ganzen Stack aufrüsten. Ja, so. Und tatsächlich, also das ist ja schon krass, dass wir nicht genug Schneeballmaschine statt dem einen. Ja. Die Simulatoren brauchen wir auch. Ja, komm, dann. Und genau die möchte ich jetzt herstellen. Dann schauen wir doch mal ganz kurz, was wir dafür brauchen. Was ist das? Eisplatten. Habe ich da gerade eben welche weggeworfen? Ja, ne? Weil, also ich will Signalisatoren wirklich einen ganzen Stack haben. Ach, echter Stück. Hallo, das da ist doch alles schon vorbei. Ah, hier. So. Das ist nicht viel. Na super. Also, das ist jetzt wieder soweit. Ich habe mal wieder ein bisschen gebaut. Aber hier irgendwas. Die machen die. Die nehmen wir aber auch mit. Das war komplett. Alles klar. So, und Eisenplatten haben wir hier natürlich nicht, aber zeigt sich der Profi wieder. Das haben wir erreicht. Nichts. Wir haben Sinn gewinnen wollen. Aber sonst nichts. Ganz schön. Reicht. Wie gesagt, davon wollen wir noch ein bisschen was mehr. Ich glaube, wir brauchen auch noch mehr anderes. Aber kann man nie genug haben. So, okay. Egal, reicht mir jetzt. Was haben wir hier? Gut, es ist ausreichend. Es ist in Ordnung. Was ich jetzt haben möchte, ist Munition. Können wir hier Munition machen? Warte mal. Hier Munition, oder? Ja. Dazu brauchen wir Signalisatoren und Schwarzpulver natürlich. Das müssten wir eigentlich noch da haben. Und Gummi. Gummi ist auch genug da. So, wir fangen mit den Signalisatoren an. Davon können wir 28 machen. Warum nur so wenig? Weil uns Draht fehlt. Oh, und ich hätte noch viel mehr Eisenplatten gebraucht. Okay. Uns fehlt Draht. Und Eisenplatten. Haben wir hier irgendwas davon? Nein. Schwarzpulver, ja, das kommt. Ah, oh, eine ganze. Ja. Aber dafür hätten wir hier noch Katerium. Und solchen Mist, den wir nicht gebrauchen können.
Oh, da hätten wir noch einen Supercomputer gehabt. Super. Und hier haben wir... Achso, ja, das kennen wir ja. So, dann nochmal die Frage. Wie kriegen wir... Und das ist ja vorbei. Wir brauchen also noch mehr Eisenplatten. Aber warte, braucht man hier für mich auch Eisenplatten? Genau. Oder? Na komm, das schaffst du. Das schaffst du, habe ich gesagt. So. Ja, das sind die Eisenplatten. Das steht voll und dafür brauchen wir. Alles klar, das hängt an den Eisenplatten hier nicht. So. Ja, wir haben halt eben kein Lager dafür. Ja, wenn da gearbeitet wird, dann ist das immer schlecht für Platten. Aber warum? Ich meine, die sind doch... Ist das echt alles, was wir an Eisenplatten haben? Ich hasse. Ah! Nee. Eine Chance. Das ist daran, man hapern sollte, ne? Wisst ihr was? Es ist mir jetzt gerade egal. Was? Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte da mal schauen. Ach je, ach je, ach je. Unfähigkeit hat einen Namen. Ich wusste es doch, da war noch was hier, ja. Gut, also Draht ist jetzt nicht das große Problem. Jetzt müssen wir ja, wie gesagt, eh ein bisschen was mehr mitnehmen, also passt das. Ach, guck mal hier, da sind noch ein paar. Na gut, doch. Ja, okay. Ah, müssen wir schon gleich die verstärken, okay. Ich renne hier rum. Ich habe echt den Überblick des Herrn, also wirklich. So, dürfen wir? Wie viel können wir machen? 63 ist immer noch wenig, aber die machen wir jetzt mal. Zehn heben wir auf. Und der Rest wird zur Munition gemacht. Da wir noch ein bisschen Munition haben, ist das eigentlich okay. So, jetzt warte mal. Wie können wir das machen? Zack. Nein. Das war eigentlich... Geht das? So, und jetzt können wir es eigentlich wieder zusammenfärchen. Alles klar. So, und jetzt ist die Frage, was brauchen wir noch für die Munition? Stahlrohre und Schwarzpulver. Stahlrohre haben wir irgendwo ausgelagert. Wahrscheinlich sogar hier. Ich freue mich so. Ne, das war, war natürlich dann hier, weil wir hatten ja genug dabei, ne? Mhm. Alter. Ihr kennt das, ne? Es fehlt ja immer genau das, was wir jetzt gerade brauchen. Wir hatten doch Stahlrohre. Weiß jemand, wo ich die hingemacht habe?
So, schnell mal gucken. Stahlrohr. Wir brauchen 10. Also wir, oh, wir brauchen sogar richtig viele. Dann schnappen wir uns mal richtig viele Stahlrohre. Jetzt wird Munition gemacht, bis es Kirmes gibt. Wie viel können wir machen? 150, ja. Gut, okay, das ist genau das Ding. Gummi müssen wir dann nachlegen, das ist ganz klar. Aber müssen wir 150 machen? Ach, weil das immer 5 sind. Okay, super. Ja, passt. Aufpassen, weil Gummi 240 müssen wir ja behalten, aber wir hatten ja einen ganzen Container. Oh, passt. Also, zack. So, schnell nochmal prüfen, ob das wirklich alles ist. Gucken, ob wir noch irgendwo Dingens haben. Dass ja noch mehr Computer überall Computer. Egal, komm. Zack. Ah, ja. Ich glaube, mehr haben wir tatsächlich nicht. Gut. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen was einkastieren. Und zwar... Das brauchen wir hier gar nicht. Also können wir es auch dahin machen. So. Dann machen wir da rein... Die hier. Und ja, und überflüssiges Gummi. Wieder, ich weiß, die sind eigentlich rar, aber das löschen wir trotzdem. Und jetzt gucken wir mal, da ist alles da, auch kein Stack zu viel. Was uns dann noch fehlt, ist zum Bauen. Zuerst mal machen wir das da weg. Zum Bauen fehlt uns Beton. Ah, und Draht. Wir brauchen mehr Draht. Also der Rest wird Beton und Draht und wir sind dann wirklich